1031 Energie, das klingt gut. Okay. Ich habe schon gewundert, wo die Credits bleiben. Schon mal 1000 Mineralien für 1031 Energie-Credits, das lohnt sich doch. Und ich muss mal ganz kurz auch was trinken. Ich werde jetzt des Öfteren wieder Trinkpausen einlegen, weil mein Hals total verkratzt ist und ich bin auch schon wieder am Rumhusten. Ich meine, jetzt in der Aufnahme merkt man es Gott sei Dank nicht, ja, aber es ist speziell jetzt übers Wochenende wieder richtig mies geworden. Von dem her nicht wundern, wenn es hin und wieder mal kurz still wird und oh, da haben wir nochmal. Alter, da haben wir nochmal zwei Systeme, wo wir ein bisschen rumbasteln können. So oft, dann erteile ich dir mal den Befehl, hier Bergbaustationen hinzusetzen. Dann produziert der da wenigstens ordentlich. Was wollte ich genau? Ich wollte was trinken, ne? Sorry. So. Fühlt sich gleich viel besser an. Hier dauert alles noch eine halbe Ewigkeit. Jetzt ist Le Frage. Was macht denn unser Forschungsschiff eigentlich hier oben? Wo ist es denn? Da ist eins, da ist das andere, das ist immer noch am Arbeiten. Da hätten wir zwei Planeten in dem System, aber die sind beide sehr, sehr klein. Ah, das gefällt mir nicht. Ja, und Feldproduktion Mineralien reduziert. Nee, komm. Komm, das lohnt sich überhaupt nicht. Das sind so kleine Pfurzsysteme. Da waren 16er. Da ist auch so gut wie gar nichts. Ey, guck dir das an. Nicht schon wieder. Ein schwaches Magnetfeld. Bewohnbarkeit minus 5%. Wachstumsgeschwindigkeit minus 5%. Oh. Okay, Bewohnbarkeit interessiert uns als Maschine nicht. Aber was ist denn mit Wachstumsgeschwindigkeit? Werden wir davon beeinflusst? Ich weiß es gar nicht. Ja, kontaktieren wir. Sie nennen sich die Blessed Haradeshi Foundation. Klingt irgendwie japanisch. Sie behaupten nicht das Belauschen der Kommunikation. Ja, das Belauschen unserer Kommunikation. Ziel identifiziert, aufspüren und vernichten. Wenn ich das jetzt mache, dann werden die wahrscheinlich ziemlich pissig sein. Wo sitzen die denn? Hallo? Ich sehe hier nichts. Ja, die sitzen ganz da hinten. Okay, die werden uns nicht gefährlich. What the fuck? Wie groß seid ihr bitte? Ich kann ja auch mal sagen, Rivalität erklären, oder? Das ist, glaube ich, in Ordnung. Ja, halbfühlender Blecheimer. Idiot. Alter, guck dir das an. Flottenstärke unterlegen. Technologiestufe unterlegen. Flottenkapazität ebenbürtig. Ist okay. Was seid ihr eigentlich? Theokratische Oligarchie, evangelische Zeloten, um Gottes Willen, was? Grenzen geschlossen? Ja, ihr könnt die Grenzen gern zumachen, das wird mich nicht davon abhalten, da einzudringen bei euch. Und ich sollte vielleicht auch die Schiffsproduktion wieder ein bisschen in Angriff nehmen. Beziehungsweise, ja, 142, 134, wir könnten vielleicht mal anfangen mit kriegerischen Handlungen. Kann ich jetzt hier eigentlich irgendwie mal Schiffe aufrüsten? Nee, kann ich nicht, weil ich ja gar keine Verbesserungen habe. Aesir. Oh, Kraftwerke verbessern. Oh, ja, das klingt sinnvoll. Was ist das? Rivalität erklären. Ausstöpseln. Das ist ja voll süß. Wieso? Wir haben doch jetzt zwei Rivalitäten erklärt. Warum gibt es nur maximal plus 0,66? Das verstehe ich nicht so ganz. Oder ist die andere Rivalität jetzt wieder aufgehoben worden? Nee, wollte ich gar nicht, warte. Nee, die ist nicht aufgehoben worden. Wir haben hier noch die Rivalität. Ja, okay. Dinge, die ich nicht verstehe. Nicht Angriffsversprechen, Einladung. Just Can Star Union. Blessed Haradeshi. Die zwei verbünden sich gleich. Wobei, nicht Angriffsversprechen. Mehr ist ja das nicht. Jetzt geht's also los mit den interstellaren politischen Dingern. So. Von denen wollte ich einige haben. Da werde ich auch einige in die Flotte aufnehmen. Wir könnten von den Zerstörern... Alter, haben wir da viele. Wir könnten vielleicht ein oder zwei davon mal demontieren und quasi durch diese Annihilators ersetzen. So, wir haben jetzt noch ein arbeitsloses Konstruktionsschiff. Was macht denn das andere eigentlich? Das ist hier, glaube ich, überall... Ja, das ist hier überall beschäftigt.
Genau, nach Tetel dürfen wir nicht rein, da dürfen wir nicht rein, da dürfen wir nicht rein, weil da böse, böse Viecher warten. Alter, guck dir das mal an. Hier hast du einen Haufen Mineralienproduktion und Ingenieursforschung. Das würde ihm, glaube ich, ganz gut tun. Wie schaut es denn bei dem eigentlich aus? Der ist wieder im Minusbereich, was die Energie angeht. Das heißt, ich muss ihm immer wieder alle paar Jubeljahre mal das Zeug hier schicken. Aber Mineralien, da produziert er ganz gut, ne? Ich habe doch eingestellt, dass der einen finanziellen Fokus hat. Lass mich mal ganz kurz, pass mal auf, Sektor verwalten. Und zwar... Oh, den können wir hinzufügen. Dann machen wir das mal. Die anderen Systeme, die lasse ich aus. Da, wo diese Monsterviecher drin sitzen. Weil es ist einfach sauber zu gefährlich. Ja gut, die Piraten, die können wir hin... Hallo? Die können wir hinzufügen. Die Energieproduktion, das Teil. Und ansonsten war es das, glaube ich. Habe ich hier schon? Hier habe ich meine Sachen schon hingepflanzt. Okay. Ach, das Unit-System kann ich ihm eigentlich auch noch schenken. Warte mal. Machen wir diesen da. Okay. Beziehungsweise... Ja, ja, ich meine, ich hab's ja gleich. Den hier quetschen wir auch noch mit dazu. Da hat er nämlich auch nochmal Energie-Credits. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Okay, wie schaut's denn jetzt aus? Er ist bei minus 3. Was, trotz dieser Bergbaustationen hier ist er bei minus 3? Okay, Dinge, die ich nicht verstehe. Es gibt eine Menge Dinge, die ich nicht verstehe. Aber das ist ja wirklich mal herzallerliebst. Okay. Warte mal, kostet das eigentlich? Unterhalt plus 1. Oh. Oh, ups, Kauboros, warte mal, das brechen wir wieder ab. Hier könnte ich die Forschung unterstützen, Physiklabor. Ja, komm, geh mal auf Physikforschung. Azir Prime, wie schaut's auf der Oberfläche aus? Wir haben hier die Alien-Haustiere noch nicht geholt und ansonsten... Hier könnte man noch Mineralien holen. Was produziert denn der Planet? Plus 30 Mineralien, plus 12 Energie. Okay, dann setzen wir hier ebenfalls auf Kraftwerke und nicht auf den Bergbau. Da so. Ja, ja, ja. Ja, und wenn ich das hier habe, dann erkläre ich den anderen Idioten mal den Krieg. Beziehungsweise, wenn Azir, wie lange brauchen die noch? Die brauchen schon noch ein bisschen mit ihren Zerstörern. Die möchte ich noch abwarten, weil ich möchte eigentlich ungern in den Krieg ziehen, ohne diese... Schwarmraketen. Und schau mal. Flottenstärke ebenbürtig. Wir sollten echt warten, bis diese Zerstörer fertig sind. Es ist, glaube ich, sinnvoller. Was hat es denn eigentlich mit diesen Welten hier auf sich? Huch. Primitive Fabrik. Ah, kann das sein, dass hier ebenfalls mal ein primitives Volk gelebt hat und die sich jetzt selber ausgelöscht haben, weil hier existiert nichts mehr? Das ist natürlich ganz formidabel. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier eigentlich ansonsten nichts Interessantes mehr. Ja, Freunde, reichweitentechnisch, ne? Wie schaut es denn hier drüben aus? Der andere Spiralarm. Viel Kraft aus kleinen Orten, bitte was? Lalala, gefrorene Oberfläche, bakterielle Lebensform. Herausfinden, ob man damit die Energieproduktion steigern kann. Zur Erforschung zur Heimatwelt schicken. Die Verarbeitung der Ergebnisse wird eine Weile dauern. Versuchen, einen militärischen Verwendungszweck dafür zu finden. Zur Forschung zur Heimatwelt. Energieproduktion wäre sinnvoller. Ja, nee, okay. Viel Kraft aus kleinen Orten. Unsere Energieentwicklungsforscher haben mit den Proben, die wir ihnen geschickt haben, Fortschritte erzielt. Indem sie die Organismen benutzten, gelang es ihnen, einen neuen Typ von Solarzellen zu entwickeln, der Energie viel effizienter speichert und all unseren Kraftwerken einen Leistungsschub geben wird. Was haben wir denn da? Verstärkte Solarkraft führt zu folgenden Effekten. Feldproduktion plus 5% erhöht. Ja, das ist ja geil. Ja, das ist ja mal mega geil. Pass mal auf, dann gebe ich bei dem jetzt auch gerade noch ein paar so Annihilator in Auftrag bei unserer Heimatwelt. Wie schaut es bei Azir Prime aus? Der braucht auch noch eine Weile.
Schade, dass ich das nicht irgendwie pushen kann, jetzt so auf Knopfdruck. Weißt du, so ähnlich wie hier die Forschung. Apropos Forschung, was macht denn der? Er ist mit dem ganzen Klump noch beschäftigt. Okay, was ich jetzt wissen möchte, sind immer noch ebenbürtig. Das gefällt mir gar nicht. Der hat seine Flotten auch wieder aufgerüstet, kann das sein? Alter, er ist bei minus 2, das ist furchtbar. Ich könnte ihm aber mal sagen, dass er 25% seiner Mineralien mir schickt. Und weißt du was? Wir könnten jetzt auch mal die First Legion verlagern. Was ist jetzt schon wieder fertig? Achso, Gebäudebaureihe. Ja, ist okay. Dies können sie auch tun. Achso, ja. Und zwar, die nächste Raumstation ist tatsächlich Aesir. Ich hoffe, die können da alle andocken, nicht, dass es zu viele sind. Weil beim letzten Mal war es ja etwas verbuggt, das Ganze. Flottenbefehl widerrufen, konnte keine Bergbaustation bauen. So, weil er hier schon am Basteln ist. Ach, kann es sein, dass sich jetzt die zwei Konstruktionsschiffe hier wieder im Weg umgehen? Ja, gut, ja, kommt vor. Schau mal, wir sind bei plus 3. Die Flottenschiffskosten, die sind ganz schön gestiegen, nur weil diese Hauptflotte jetzt unterwegs ist. Das ist schon extrem. Oh, und ja, stimmt. Ich habe was ganz was Wichtiges vergessen. Wir können Triebwerke bauen. Und das sollten wir auch unbedingt tun. Na, vielleicht bei denen nicht unbedingt. Ja, Technologie ist fertig. Ich kümmere mich gleich darum. Ich kümmere mich sofort darum. Oh, null. Ich hoffe, das reicht. Bei den Kreuzern. Die Kreuzer brauchen keine verbesserten Triebwerke. Die sind eh so träge und langsam. So, was hat man denn noch? Ressourcenproduktion, klar. Ja, das interessiert mich überhaupt nicht. Tierbewertungslabor. Was willst du mit dem ganzen Zeug? Alter, das ist alles sowas von unnötig, was wir jetzt hier haben. Kampfsimulator und galaktische Armada. Flottenkapazität plus 35%. Ja, weißt du was, das mache ich mal. Achso, wir stehen hier eher auf Ingenieursforschung. Thematik Kriegserklärung. Könnten wir eigentlich uns jetzt leisten? Ja, ich weiß, ich habe da unten noch nicht alles ausgebaut, aber ganz ehrlich, Mineralienproduktion brauchen wir momentan nicht wirklich. Im Gegenteil, ich werde erstmal nochmal kurz bei denen anrufen und sagen, ich möchte ein bisschen Energie. Evading Hostiles. Was, wie bitte? Evading Hostiles? Wo denn? Das ist eine 976er Flotte von was? Das sind Piratenschiffe. Wo? In Aruz. Was zur Hölle machen diese Schiffe in Aruz? Oh, diplomatische Beleidigung von... Ich würde lieber mit dem anderen Haushaltsgerät... Ich würde lieber mit jedem anderen meiner Haushaltsgeräte über interstellare Politik reden, als mit euch. Ich kenne keine interstellare Politik. Aber die Tatsache, dass die uns beleidigen, sagt mir nur, dass die wahrscheinlich versuchen werden, uns anzugreifen. Alter, was? Sag mal, willst du mich verarschen? Diese Viecher reisen jetzt durch unser Sternensystem? Oder durch unser Reich? Ich werde euch gleich jagen, Kinder, und das werdet ihr bereuen. Darf ich jetzt mal mit meinen Nachbarn telefonieren? Das wäre voll nett. Also, nochmal Handelsabkommen. Mineralien gegen Energie. Nein, nicht monatlich. Das ist ein Schmarrn. Sofortiger Transfer. So, wir sind bei 2,2. Das heißt, wir könnten uns eigentlich wieder erlauben, knapp 1000 zu zahlen. Und ja, die reisen schon wieder und wir kriegen wahrscheinlich gleich wieder eine Fehlermeldung. Ja, genau. Construction complete. Kann das sein, dass die keine Energie mehr haben? Okay, warte mal, wo sind die jetzt? Im Xunur-System ist eine Flotte unterwegs, der ist hier unterwegs. Oh, weh, oh. Oh Mann, so viel zum Thema. Ich will dem anderen Kollegen da unten den Krieg erklären. Wie schaut es hier eigentlich aus? Er ist wieder unterlegen, was die Flottenstärke angeht. Einheit verloren. Sozialforschungseinheit Unit T8 hat aufgehört zu funktionieren. Es wurde festgestellt, dass die flüssige Verbindung T8 mit einer Temperatursteuerung experimentiert hat.
da ihre Abgase deutlich korrosiv sind. Warte mal, T8, das muss eines der Forschungsschiffe gewesen sein, oder? Hä, wieso habe ich zwei Forschungsschiffe, die nichts arbeiten? Willst du mich verarschen? Na komm, bring mich ins System rein. Ach so, der hat versucht hier auszuweichen. Ja, jetzt muss ich ganz kurz auf mal auf Pause drücken, weil es den hier auf Passiv. Hier Forschung unterstützen, bitte auch mal passiv. Das sollten wir bei sämtlichen Forschungsschiffen machen, die irgendwo die Forschung unterstützen, dass die ja nicht abhauen. Okay. Wo ist denn jetzt diese komische Flotte unterwegs? Also langsam. Hä? Nein, ernsthaft, wo sind die? Die sind weg.